So, we start with a round knockout. Ah, der. Hi, Lars. Im Moment habe ich noch nicht so wirklich viele Zuschauer, also wir könnten noch wechseln zu Deutsch. Dass der Knockout ein bisschen später angefangen hat. Jetzt konnte ich noch die ganze Zeit essen. Aber ein bisschen. Na, für mich nicht so toll, weil ich muss nach Hause irgendwann. Und Also. naja, je länger das hier dauert und ich umsonst irgendwie eine Wartemap fahre, umso schlechter. Das ist halt nicht so das Tollste. Ich meine, es war schon längst halb durch und erst dann haben sie mit der 6 Minuten Time Attack Map begonnen. Das dachte ich mir auch. Und wir sind erst auf der nächsten Map live. Was? Erst auf der nächsten Map? Ach Mensch. Ja, aber nicht geplant. Aber ich bin im Checkpoint gelandet. Oh Mann, das geht ja gut los. Ah, ich hatte so eine gute Runde. Ja, es müsste schneller sein dann. Ja. Ja, dein Start war gut. Da dachte ich, ich hätte einen guten Durchbrecher gehabt, aber deiner war noch schneller. Ich meine, du hast mich überholt mit dem Ende, wo ich da rausgeflogen bin. Aber Aber hast du das jetzt perfekt gehabt? Ich habe mir nämlich auch gedacht, das könnte schneller sein. es war halt nicht geplant. Nee, wenn ich mir das so angucke, dann könntest du viel direkter in den Checkpoint springen. Ich bin schon ganz oben, wo der Turn begonnen hat, bin ich herausgerutscht. Und da bin ich noch vor dem Checkpoint gelandet und reingefahren. Ja, man kann direkt reinspringen und Genau. dann respawnen. Das wäre, ja, glaube, Es das wäre könnte schneller. schneller sein, ja, ich weiß es nicht. Man hat danach halt berghoch und relativ und dann halt Full Speed bis zum Ziel. Und da kann es natürlich dann doch wehtun, wenn man da mit 0 startet. So. Ich finde es interessant, Riolu is now auto-hosting you with up to 6 viewers. Aber 6 Leute sind angeblich dann einfach so auf Riolus Stream, während er nichts macht. Sodass ein Auto-Host dafür sorgt, dass 6 Leute dann theoretischerweise plötzlich mich sehen. Also warum sollten 6 Leute, wenn er offline ist, auf seinem Stream hocken? Sind die eingeschlafen gestern? Als er auch gerade. gestreamt hat. Vielleicht so, vielleicht haben ja Leute seinen Stream-Channel als im Autostart von deren Ja. Internet so, dass sie dann mehrere Seiten immer starten. Das ist natürlich auch krass, wenn das jetzt wirklich so wäre. Aber 6 findet mich trotzdem. Hatten die ja irgendjemand anderen geguckt und dann wurden die von dem zu jemand anderem geschickt und dann nochmal zu jemand anderem und dann endlich dann zur Jule. Und Wie dann haben kommt's? die Wie sich kommt's? aufgehauen. Wie kommt's eigentlich, dass wir jetzt nicht genug Zeit hatten, ein Warm-up zu finishen, komplett? Ich find's aber gut, mal davon abgesehen. Zielgleich.
jetzt beim Ausgang bei. Ja. Das hat geklappt. Wie vor, die Runde zählt jetzt nicht. Ja, dein Ich Local weiß wird nicht, auch soll wieder ich aberkannt. schreiben? So, dann macht er es vielleicht noch eher. Ach, bitte. Oh, Mac. Oh, komm links. Ja, da ist das Ziel. Nice. Oh, sag plus Mac ist raus. Are you strange? Das ist gut. Oh ja, anscheinend hat Bushmonkey das Finish-Timer und die Warm-Up-Zeit vertauscht. Aber dann wundert es mich trotzdem, dass das Finish-Timer so lang ist. Ja. Weil wir dann fast die ganze Map fahren konnten. Wow, was ist das denn? Ist das hier geplant? Bekannt? Weiß ich. Wirkt sowas von offensichtlich wie der normale Weg. War ich dann halt. Ja, aber ein Respawn kann nicht geplant sein. Keine Ahnung. Weil die Map ist ja auch aber super das, spannend. ja. Aber die, das ist sowas von schlecht gebaut, dass ich das mache. Finde ich, das ist kein Cut, wenn das so perfekt funktioniert. Muss ja einem ja auffallen. Ui. 3000stel schneller als Timania. I bin Gott, knocked it out, then S. Bitte mach einen Push davon. Was ist das denn für ein Satz? Er hat sich ja verbessert in Englisch, aber das ist wirklich nochmal genial. Hast du das zu früh gerespawnt? Ja. Bist du da jetzt raus? Nein. Jetzt bin ich 15 oder so. Aber man war schon relativ lang. Noch F10. Oh, das war ganz knapp. Der Ja, Spruch ja. von Ich Mac hatte war auch ganz dreimal hoch. F10 gedrückt. Dann machst du das. Wie kannst du mit einem Respawn überleben? Also, das ist halt bald der Runde, ne? Ja, aber die Map ist halt so simpel, da hättest du echt ausschalten können. Komisch halt.
Start hatte ich dann natürlich hier einen schnelleren. Also ich habe den zweiten Respawn, den habe ich zu früh gemacht. Den ersten, den hatte ich halt geschafft, deswegen war ich da dann vielleicht schon ein bisschen vorne. Und ja, bei dem zweiten habe ich es dann halt gerade so nicht gereicht, aber ich habe dann direkt gespawnt. Natürlich. Aber dann den normalen Weg gemacht. Und ich habe ich. Ja, keine Ahnung, 5 Sekunden. Ja, vielleicht auch 6. Aber da muss ich immer noch ein bisschen. Wenn die Flirten vielleicht mal wirklich anhängen. Oh, hey. Mac hat etwas tatsächlich erklärt. Das ist sogar richtig. Und er hat sogar quasi richtige Grammatik benutzt. Krass. RIP. Also was ein bisschen vor mir. Sonst könnte man den ganz gut fahren. Twitch, dein Twitch-Export zu YouTube war erfolgreich. Na, zwei neue YouTube-Videos. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Oh, die Szene wieder mit den Farmhäusern. Wunderschön. Oh, wow, die Darik hat die Map wunderschön genannt. Nicht ernsthaft. Krass. Oh, Mann. Kann das jemand für die Darik klippen? Ich hab nicht allzu viele Zuschauer gerade, aber vielleicht haben sie es ja mitbekommen und machen es. Also diese Map geht ja ziemlich langweilig los, oh. Und da kommt dieser Tunnel. Ja, ja, ja. Ach, ja, je. Bei dieser Map geht es immerhin so einen langweiligen Start zu haben, weil der Rest ist relativ technisch. Balanciert sich das immerhin ein bisschen aus.
Ah! Uff. Hast halt Glück, dass du dann halt eine engere Linie damit fährst mit dem Fehler. Genau, das habe ich mir gedacht dabei. Aber du bist dann. Vielleicht wird doch einfach nur Backtricken besser gewesen vom Natürlich. Gaspedal. Ich habe mega aufgeholt. Also, ja, ich glaube, aber rein in den ersten Knick reindriften und dann mit Backtricks rum, ich glaube, das wäre am schnellsten. Vielleicht. Aber dann habe ich mich nicht getraut. Dann habe ich es im zweiten gemacht. Es sollten doch nur fünf neue Maps sein. Hast du gehört, in Time Attack Knockout gibt es auch fünf neue Maps? Davon sind zwei Strecken von Mac. Freust du dich? In Time Attack, ja, freue ich mich sehr. Uch. Ah, das ist die Strecke mit diesen Items. Ach, die Tunnelwände, da fehlen Blöcke, diese, ja, Die die Wände. Bordsteine. Ja, ist aufgefallen. Ja, das habe ich in Dings gesehen in Discord. Ach Guten so. Morgen, Tag. Es gibt ja noch einen zweiten Knockout, da kannst du ja immer noch joinen. Der erste Knockout dauert, warte, wie viel sind wir noch? 16 Spieler, das geht zu so langsam voran.
Das braucht bestimmt noch mindestens eine halbe Stunde. Eine halbe bis dreiviertel Stunde vielleicht. Schwer zu sagen. Mir wäre auch lieber, es würde schneller gehen. Dann würdest du eigentlich bei deinem Zuhause ankommen. Na, ich weiß, dass wir 17 Uhr zur Oma fahren. Das heißt, ich muss einen Zug nehmen, der natürlich rechtzeitig da ist. Und die Züge kommen bei mir zu Hause immer so 45, 50 so an. Und dann kann ich halt nicht den nehmen, der 16,50 da ist, sondern muss dann den, der 15,50 da ist. Und dafür muss ich hier 14.30 Uhr, 14.25 Uhr los. Und du musst wahrscheinlich noch packen. Ja, ich meine, ich nehme jetzt nicht viel mit. Ich nehme jetzt im Endeffekt fast einen leeren Koffer wahrscheinlich nur mit, weil noch ein paar Anziehsachen vom Urlaub zu Hause irgendwie rumliegen, die da noch nicht gewaschen wurden. Da, Mac, don't call me, I'm Smurf, it's shit. Ja, bin ich letzte? Keine Ahnung. Wir sind mehrere weggeflogen. Also die Map muss geändert werden, Mann. Es kann doch nicht sein, dass man da einfach viel zu schnell rausfliegt. Hat ja keine. Ich habe ziemlich stark nach links eingelenkt, aber ich hatte trotzdem keine Chance zu fliegen. Das muss man sich dann halt irgendwie merken, aber es geht ja nicht in einer Runde. Das ist ja einfach zu schnell auf der Map. Das ist scheiße. Also mich hat's zweimal runter geslowt. Achso. Na gut, das ist auch scheiße. Ja, wenn sie nicht runterslowt, dann bist du viel zu schnell für die Strecke und fliegst dann komplett raus. Am Abend ist Stadium. Stadium Knockout. Road closed. Ich hab hier, warte mal, hab ich hier irgendwo, ich hab nirgendwo, obwohl doch, ne, ja, ich war gerade beim Ziel. Ich war gefragt, das geht ja ganz, geht ja geradeaus. Und seine Map von dir. Es hat sich eben so angehört, als hättest du dich gefragt, wo es lang geht. Nee, nee, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht unklar sein könnte. Nein, aber ich habe mich vertan. Toll, ich habe den Checkpoint verpasst. Nach der engen Driftkurve. Ich habe die rot-weißen Banden berührt, bin rübergeflogen, genau am Checkpoint vorbeigefahren. Also ich bin nicht wirklich rübergeflogen, es war schon eher so schön smooth über die Bande drüber gefahren. Ist das jetzt auch eine neue Map hier? Erinnerst du dich an den 91 NC, wo, ich glaube, den hast du auch gewonnen, wo das Start und das Ziel nebeneinander sein muss? Ja, ja. Das habe ich hier gebaut.
weil ich ihn verpasst habe, dachte ich mir, ich brauche einfach mal einen KO, KO-Map damit. Ach so. Jetzt wollte ich das riskieren. Warte mal, ich wäre fast noch Erster gewesen. Ja, ich hab Krass. gewonnen. Hey. Ich habe schon gefragt, ist Lars jetzt so weit vorne, dass ich ihn nicht sehe? Weil das Auto vor mir kann nicht Lars sein, dass der hat zu viele Fehler gemacht. Also die Map kann man irgendwie in 48 Sekunden finishen oder sowas. Ja. Mit einer 48 meine ich. Ich glaube, keiner Weiß konnte nicht. sich jetzt alle Kurven hier merken. Ich war eigentlich gut fahren. Ja, also ich bin halt mega gecrashed, ich stand rückwärts an einer Stelle. Was hat Mac denn da wieder geschrieben? Meine Fresse. Der hat geschrieben, okay, don't want me. Und Ja, warten. what? Screenshot. Channel wird da gleich voll sein. Don't watch me. Also Lars, bitte wasse mich nicht. Was? Wassepistole. Ich einfach nie dran denke, früh zu starten. Und es mir dann im Endeffekt egal ist. Es kommen reihenweise neue Maps für mich. Auch wenn vielleicht die letzten jetzt nicht mehr neu waren, sind sie für mich aber neu. Ich glaube, es kam noch keine einzige Map, die ich wirklich schon kannte. Oh, noch 14 Spiele, ey, das geht nicht voran. Warum dauert es denn so lang? Weil wir haben mit 20 begonnen und jetzt sind es noch 14. Das nervt schon ein bisschen. Jetzt kommt natürlich ein Anruf gerade. Die Runde fahre ich jetzt noch, dann rufe ich zurück. Ich hätte Vollgas bleiben können wahrscheinlich. Hätte mich vielleicht noch gehabt. Abgewiesen. So, mal kurz zurückrufen.
die Map hier ist interessant. Ich glaube, hier kann man zu weit springen, wenn man den Dirt Downhill springt. Dann gibt es auch noch ein paar blinde Kurve, aber das ist eine relativ schwierige Map. Okay. Bis dann schon. So, jetzt soll ich noch am Bahnhof ein kleines Geschenk holen. Ist das jetzt Geburtstag oder? Oh, ich habe einen Freeze. Was ist das für ein Freeze? Hast du einen Leck gespürt? Also doch, ja. Aber ganz, ganz kurz. Aber nicht mal der 10. Warum sind diese Lags bei mir immer 5 Sekunden lang? Ich auch nicht. Vielleicht nochmal die Einstellung vergleichen. Vielleicht ist da ja was irgendwas anderes, das ist. Ja, das kommt. Kann man auch nicht vorstellen. Das kann ja sämtliche Competitions halt zerstören, so. Wenn das passiert. Ah, einer ist geflippt. So, ich verfolge einfach mal die Gruppe, ich kenne das Ende noch nicht. Ah, stimmt, die bin ich doch mal gefahren, glaube ich. Schon damals. Ja, ich habe eben gesagt, während du weg warst, dass ich mir jetzt WR hole. Ja, gut. Ich glaube, während des Time Attack Knockouts werde ich was essen. Ja. Wobei das eigentlich während des Rounds Knockouts einfacher wäre. Weil beim Time Attack Knockout hat man eigentlich gar nicht so richtig viel Leerlauf. Ja. Das ist halt immer die Frage, ob man jetzt die Map halt gut kann oder kennt. Dann kann man halt gleich im ersten Versuch was Gutes reinfahren und dann sagen, ich hör auf. Genau, vor allem in der ersten Runde. Warum wurde die Map hier gerade gejuked? Ich meine, ich bin ja heute auch nicht zum Knockout aufgestanden, schon und so, schon vorher. Habe ich schon ein bisschen was gemacht mit Duschen und so weiter. Und wenigstens habe ich schon ein bisschen was erledigt. War nicht viel gegessen. Jeder hat den Checkpoint erfüllt, was? Ich wollte ja eigentlich auch nochmal die RPG-Map fahren, bevor ich losfahre nach Hause, aber. Hattest du eigentlich gestern dann noch eine Zeit gefahren da rein? Ja. Und was? Eine 27. Du hattest ja meine eine 20 oder so. Und ich bin halt dann. Ich war da jetzt 4 Plätze hinter dir. Also.
vorne also ein Platz weiter nach 27 wäre 22 Minuten. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass da die Abstände ja groß waren. Ich habe halt an der einen Stelle da wieder, wo ich davor auch so Probleme hatte, die in den ersten Versuchen immer geklappt hat, da hatte ich dann wieder so 6 Minuten gebraucht. Das war keine PP, krass. Ich mach mal Brötchen warm. Haben wir doch schon gespielt. So. Okay. Testest du jetzt den Cut aus? Weg, very cuttable. Hast du es auch gerade gefahren? Ja. Ja, er sagt das so, als wäre das Replay-Speichern das Einfachere. Ja. Wir haben noch extra ein Stream dafür. Sollen wir noch nur genau an diesem Laptop? Replay speichern und dann erstmal finden im Ordner und dann senden im Discord. Und na, ich komme näher an das Auto vor mir. Also hast du was verloren. weiß nicht, ob der Start gut war. Ja, ich glaube, du warst ja schon vor mir zum Cut hin. Aber ich bin auch dann ein bisschen vom Gas gegangen. Ich kann mal auch mal das Replay speichern an. Vielleicht eher vergleichen. Oh ja, das hätte ich eigentlich vor Voyager sein müssen, wenn ich schon da war. Wer? Mac ist in meinem Stream. Hallo! Hello, Mac. Was? 1:13 Warm-up. Ein bisschen übertrieben, oder?
ist ja vor allem das lange Warm-up auch wichtig. Na? Ja gut, er hat ja früh gestartet. Mac hat geschrieben, hello, maybe I'm in MX K.O. Server hier. Und ich habe ein Follow bekommen. Von Mac. Thanks Mac. For the follow. Ich lasse dir jetzt immer einen schönen Vortritt, im Finale schlage ich dann zu. Euronix Marius 89 mit dem Rekord. Weißt du, was ich ganz vergessen habe? Ich habe doch eben Brötchen warm gemacht. Also klar, das geht dann automatisch aus nach 4 Minuten. Das ist jetzt nicht so, als ob das da immer noch, als ob das jetzt raucht oder so. Aber ich habe jetzt das Warm-up verpasst, wo ich es hätte holen können. Also ich meine, ich will es ja werden, das finde ich kein Witz. War mal besser zum Fahren. Ich glaube, ich sehe die Runden halt einfach nicht als ernsthaft an. Deswegen die man irgendwann dann in Top 4 oder 3 sind. Diese Stelle mag ich nicht. Ah, hi Susi. So, gehe ich mal kurz in die Küche.
Ah, weiter geht's. Was, Poco hat jetzt auch die Farben von Haxe? Komisch aus. Ja, das sieht echt komisch aus. Bescheiden. Was hat denn Timania mit Pokodomänen der Superwohnmarkt? Was ist denn der Superwohnmarkt? Textildiscount oder nicht? Pokodomäne. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ah, da lang. Was hier drüber gesprochen. Ah, dieses Wasser slowt mich auch runter. Was ist denn da bitte der Trick? Einzige, was ich mir da denken kann, ist direkt Break tricken. Nicht Break tricken, Air Break. Air Break. Okay. Damit deine Okay. Reifen das Wasser als erstes berühren und nicht deine Karosserie. So wie ich das verstanden habe. Die Reifen zuerst berühren, dann oder? Okay, ich hatte keinen Airbrake gemacht, dann mache ich das jetzt. Oder hatte ich einen überschlagen? Ah, ich habe mehr Speed behalten, aber das war okay. Gott, das war's dann wohl jetzt. Nee, da ist noch einer hinter mir. Oh mein Gott, habe ich Ah, Glück. das tut dich überschlagen. Ja, Oder was? Albo ist noch hinter mir. Nice luck, Lars. Ich würde natürlich auch sagen, dass die Map scheiße ist, aber ja. Na, da in dem Part, wo man auf diese untere Ebene im Dirt kam, wo man dann auch Wasser an den Wanden hat, da hatte ich ein Overseer beim Runterkommen und dann halt direkt in den Busch rein und dann weggeflippt. Aber Ja. ich konnte dann noch weiterfahren. Noch sechs Spieler. Ah, das ist die Map mit dem Cut am Start, der aber gar nicht so einfach ist. Für den Cut müsste man jetzt hier so umdrehen. Ach, ich muss noch den richtigen Weg finden. Und irgendwie dann hier zum nächsten Checkpoint springen darunter. Aber wie man das dann am besten macht, weiß ich noch nicht. Ich meine, früher gab es da einen besseren Weg, um zu drehen. Hat jetzt ziemlich viel Zeit gekostet. Komplett rückwärts zu fahren.
Deine Autofarbe hat sich gewechselt. Oh, Lars. War zu was denn? Jetzt ist es grünlich. Ich hab eigentlich... Es war vor uns langer Zeit immer wieder rot und jetzt ist es grün. Okay. Ich habe auch selber grün. Interessant. Nee, warte. Jetzt wird mir blau gezeigt. Ja, ja, okay, vielleicht war es auch das. Keine Ahnung. Ich achte nie darauf, welchen ich gerade habe. An sich gucke ich eigentlich nie auf Autos, auf meine Skins drauf. Also in Lagoon habe ich ja für ein halbes Jahr einfach nur immer den grauen Skin benutzt, der dann angezeigt wird, wenn man keinen Skin ausgewählt hat. Hm. Ja, viele hatten in Trackmania Nations ESWC ja auch immer den grauen Skin genommen. So schlecht aus, da hat man ja noch die ganzen anderen Parts, die dann Farben haben, aber halt schwarz sind. So, wird jetzt so die Zeit kommen, wo ich mal die Autos ausmache. Das hier ist im Endeffekt nur eine Zusammenführung aus zwei Time-Attack-Strecken von JR. Was beide nicht. Was immer noch hier drin ist. Das stimmt. Ach doch nicht. Ja, vor allem die Zusammenführung passt doch eigentlich nicht. Man ist jetzt für die Apple links um einiges zu schnell. Ja. Das kann man da ganz langsam machen. Aber mir gefällt dieser Apple-Block sowieso nie, wenn man den normal fährt. Ja, man kann ihn nicht wirklich sinnvoll verwenden. Das ist halt immer scheiße, weil du springst halt immer so hoch und es wirkt doch so komisch, es wirkt nicht gerade kontrollierbar. Oh. Ja. Ich, wie gesagt, ich lasse dir den Vortritt und dann schlage ich zu. Mania und Stringers. Stringers war mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Smurf gegen Overachiever.
Immer dieser eine Zehnte. Ich habe tatsächlich keine Zeit. Ja, ich bin die Map mal gefahren in einer ziemlich entscheidenden Runde. Das war so ein Top 3, Top 4, irgendetwas Entscheidendes. Und jetzt ist ja auch Top 4. Ich erinnere mich auch irgendwie daran, dass ich die Map schon mal gesehen hätte. Ja, ich hatte da ziemlich gesaved am Ende und so. Ich glaube, Minato ist dann ausgeschieden. Und zumindest war Minato Teil von dem noch, oder von dem ich denke. Dieser eine Zehntel, ey. Ich mag die Bäume an der Seite von dem Dame, ey. Und die sind nicht sehr berühmt. Na, schon wieder ein Handyanruf. Einer von denen. Den kann ich doch jetzt nicht rangehen. Es gibt gleich eine Pause vom Knockout. Radio Mapper Beats Freddy. Und die ist von JR. Ich finde immer Mac lustig, wenn er schreibt, sorry for mislead. Ja, davor hat er Rip Stringers gesagt. So, diese Strecke hier Gott, was hat den das Namen Two-Tar geschrieben, was der Streckenautor ist. Two-Tar. Den habe ich noch nie gesehen. Du? Einmal bin ich sie gefahren und war ziemlich schlecht. Was ist das denn für eine Map? Gott! Oh, ach so. Also für eine Knockout ist jetzt nicht so geeignet. Na, das wird was. Oh, ich bin Erster damit. Oh Gott, da ist er ja. Oh, wird's oh, eng. Oh, konnte er nicht mehr verkacken? Das gibt's doch nicht. Lars ist raus. Ja. Was eine Scheiß-Map. Also ich hab den ersten Sprung also vermasselt. Nur minus, da kann ich nur minus minus sagen. Ja, beim ersten Sprung war ich zu schnell. Ich bin beim ersten Sprung ein bisschen weit nach links gesprungen und bin dann komplett vom Gas gegangen, den ganzen Sprung, um auf der Strecke zu bleiben und dachte mir, ach, die anderen beiden haben das jetzt bestimmt hingekriegt und das kostet mich wieder anderthalb Sekunden oder so und dann war's das jetzt. Weil ich hatte dann überhaupt keinen Speed. Oh.
Eine Last Map? Naja, dann passt das ja, ne? Sonst hätte die jetzt geskippt werden müssen. Warte mal, wo geht's denn lang am Start? Schikane. Ja. Und dann geht's nach links. Und dann geht's hier rein. Und dann dahin, dahin, dahin. Das ist die mit diesem Ende, ne? Was man, wo man cutten kann. Ja. Immer noch viel, wie man das Ziel nicht sehen kann. Das ist doch groß, rot, da ganz direkt vor einem. Also das kann ja nur daran liegen, dass man die ganze Zeit auf die Straße achtet oder sowas. So, Finale. Dass man hier die Ladezeit nicht so kann, weil die ist auch von der Funktion. Ich glaube, wir gehen nach 38. Und der ist auch der Schnee. Tactical Slide. Das auch. Der ganze Tunnel ist Full Speed. Ja. Wenn man trainiert ist. GG. This track needs an update. GG loss. Weiß ich nicht. Vielleicht weil das Ziel nicht zu sehen ist. Ja, aber diese Map würde, wenn dann ein Update zu nehmen, brauchen, weil Leute. Das wäre die Map zu schwierig ist für Leute. Die andere Map braucht ein Update, weil sie für. Wenn man bei dieser Map kann man zu kurz springen. Bei der Map springt man zu weit, wenn man zu schnell ist. Ich finde das ein größeres Problem. Ich rufe mal kurz wieder meine Eltern zurück. Ich habe sie natürlich jetzt nicht erreicht. Da wird bestimmt gleich wieder der Rückruf kommen. Hattest du den nicht eben schon nochmal zurückgerufen? Ja, wahrscheinlich hat sich noch irgendwas geändert, ergeben, keine Ahnung, warum sie nochmal angerufen haben. Das wäre jetzt erst einmal Frühstück. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich jetzt eine wahrscheinlich
Ich weiß nicht, wie viele Jahre lang diese Kette ist, aber ich hatte ja eine ewig lange Kette an Tagen, bei denen ich Nutella gegessen habe. Seit 15 Jahren oder so locker. Jeden Tag. Und jetzt, während des Praktikums, esse ich tatsächlich kein Nutella. Das Problem ist immer so gegen 12, machen die alle so Mittagspause und da setzen sie sich da in den Raum, den wir da haben, ne? Und das ist nun auch genau der Raum, in dem ich praktisch sitze, in dem ich da arbeite. Also muss ich da ja praktisch auch mitmachen. Wird es sowieso irgendwo her verlangt sein, es kommt komisch, wenn man da jetzt nicht mitmacht. Und naja, da sitzen wir da so am runden Tisch und da wird gelabert und gelabert. Und am ersten Tag hatte ich halt auch wieder meine Nutella-Brötchen mit zum Essen in dem Moment. Und das sah dann sehr, sehr matschig und so aus. Wenn ich das dann da aus meiner Brotbüchse raushole, ich habe das immer so. Na gut, das geht jetzt zu weit, aber auf jeden Fall habe ich schon den Blick gesehen von dem Chef da, wie das halt. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, wie es halt wirkte so. Weil sie, die haben alle ihre Suppen, die sie dann warm machen oder so, und ich kram mir da so Brötchen mit Nutella raus, nimm die auseinander und ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt werde ich Käse und halt irgendwas zum drauflegen einfach nehmen für die Brötchen. Irgendwas, was nicht matscht, sondern einfach nur Käse zum Beispiel, ja. Das kommt dann besser, denke ich. Darüber Gedanken machen muss. Aber die machen ernsthaft immer so Suppen, das ist voll nervig. Na, nicht jeden Tag, aber ab und zu. Manchmal bestellen sie sich auch was. Okay. Eine Eibumme. Okay, was schätze ich, muss das driften am Ende? Ja, okay, scheiß drauf. Erst einmal mache ich dich ein Stück lauter. Wieder. Isst du dann wenigstens abends noch Nutella oder so? Sonst mache ich mir ernsthaft Sorgen um deine Gesundheit. Nee, abends esse ich dann was Warmes. Oder gar nichts. Was auch vorgekommen ist in den letzten Wochen. Aber was mir da gerade einfällt wegen deiner Nutella-Serie, ich glaube, vor ein paar Tagen habe ich das erste Mal wieder Nutella gegessen, seit, keine Ahnung, auch so mindestens 5, 6 Jahren. So, davor hatte ich nie Nutella mehr gegessen.
Da fühlst du dich jetzt gleich viel besser, oder? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. War okay. War nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Oh, das ist eine Map von Mac. Jetzt, zuerst kann ich aufgefallen. Bestimmt wurde ihm geholfen. Weil das hier irgendwie das Wetter. Oh, wow, da ist eine Tech-Core, wo man vom Gas gehen muss. Okay, sie ist immer noch recht simpel vom Weg her, aber. Schon krass. Glaube ich fast nicht, das okay. Ja, Albo hat ein bisschen geholfen. Ach, gerade so. War keine gute Ringskurve. Meine Linkskurve war gut, aber am Anfang war ich gesprungen. Und Mac ist raus. Warte, Worst Place Finish, dachte, dann musst du weg. Ich glaube, der hat auf meine Frage nicht geantwortet, weil ich das M vergessen habe von Mac und nur Eck geschrieben habe. Da fühlt er sich beleidigt. Da reagiert er dann nicht mehr drauf, da ignoriert er dich. So eine weitere IBO-Map. Das ist ein Wallbang, schätze ich. Ja. Also ohne dieses Ding im Weg wäre es auf jeden Fall ein Wallbang. Mit dem Teil, das ist genau im Weg. Also ich kann echt nicht sagen, was man da jetzt am besten macht. Geht auf jeden Fall noch so 6, 7 Zehntel schneller. Da kann auch mein First Try ganz gut. Hat man nur Scheiße.
Welcome to Petland Valley. Dann dieser. Ah. Da gibt's ja diesen komischen Streamer, der diese Hundefratze sozusagen als Kopf hat. Kenn ich zufällig nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das, wo ich das mitbekommen habe und warum. Aber ja, es ist glaube Counter-Strike-Streamer. Unfall! Okay, ich sehe das Ziel. Zwei, drei, zwei, drei, zwei ist meine Zeit. Das reicht immer gerade, so nicht nur noch einen vierten Versuch zu machen. Ich würde jetzt auch noch nicht mal mehr denken, dass ich das noch groß verbessern könnte, dass ich das noch groß verbessern könnte. Höchstens so 2 Zehntel. Maximal. 2 Zehntel ist aber viel. Auf so okay, ja, ich hatte. Ich weiß, obwohl, nee, eher 1 Zehntel. Ich hatte eigentlich nur die lange Rechtskurve am Ende nicht ganz innen genommen. Mehr eigentlich nicht. Weil die halt komplett auf der Straße genommen und nicht auf dem grauen Part an der Seite. Das ist das Einzige, was ich dann noch verkackt hatte. War schon schwierig, den ersten Versuch zu verbessern. Ist das jetzt noch meine Album-App? Ja. Okay, hier sehe ich Haie. Oh ja. Da kriege ich Angst. Aber die haben ja gar keine Augen und auch keinen Mund. Sieht komisch aus. Und wenn wir diese Strecke hier in Royal einbetten, dann hätten wir dann Sharknado. Ah, Gott. Dran. War das eigentlich nur ein Trailer oder war es ein kompletter Film? Das war ein richtiger Film, ich hab den auch angeguckt. Kannst du empfehlen? Wenn du auf sowas stehst. Ich mag diese erste Sandkurve nicht. Oh, das ist doch. Warum okay, muss man da denn noch einen fucking Booster vorsetzen? Das passiert immerhin mehr in dieser Strecke. Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. War ich langsamer, obwohl ich nicht angelegt war. Na, Ende vergeigt. Oh, wie spawn doch. Ist ewig gedauert zu spawnen. Oh, jetzt habe ich einen richtig guten Start. Ja, 2 Zehntel. Darknet. Ja. Sharknando.
Ist immer so bescheuert, wenn man das wichtigste Wort falsch schreibt. Die mag ich. Nein, du hast die gehasst, glaube ich. Nee, die habe ich gemocht. Nee, du hast die gehasst. Habe ja auch WR und so weiter. Ja, aber trotzdem funktioniert ja der Start nicht. Bei dir? Du hast sie gehasst. Bei dir hat der Start nämlich nie geklappt. Bei mir aber hat er immer geklappt. Du hast dann immer gefragt, wie der funktioniert. Jula hat es auch gefragt. Auch sein. Der Respawn. Erstmal was Safes durchgefahren. Oh, okay. Ich dachte schon, die haben das geändert, sodass der Sprung jetzt immer klappt. Auch wenn man ihn ganz flach springen will. Bei so wie Frostbeule ewig nicht verstanden hat, wie man Quarterpipe-Sprünge macht. Für die STMs zum Beispiel oder auch also damals mit Spam zusammen, als Valley neu rauskam, die in der Deo-Maps gefahren ist. Da haben wir meistens Zeit benötigt. Jetzt gar nicht, aber ja, diese eine, an dieser einen, irgendwie eine 10-Map in Valley. Habe ich auch ewig gebraucht. Denn irgendwann mal zu finishen. Weil man da halt immer irgendwie hängen bleibt. Da drei ältere Teams in den Top 3. Na, First war ja auch so ein richtiges Team. Die Map bin ich mal in einem Top 3 gefahren. Da war auch Minato dabei. Ist aber lange her. Weiß gar nicht, ob ich die dann überhaupt jemals gefahren habe. Da bin ich nicht so wirklich daran, die gefahren zu haben. Ich wusste nicht mehr, dass da ein Sprung war. Das muss jetzt ein guter Mann sein. Ich habe am Ende nochmal ein bisschen verloren. Weit gesprungen. Ich habe es ins rechte Finish geschafft. Schau dir die Zeit an.
Start war nicht so gut. Ich glaube, ich war da 300. hinten, aber hätte auch nicht gereicht. Ich bin auch ins rechte Ziel gefahren, in meinen beiden letzten Runs. Dem vorletzten war ich noch in der Mitte. Don't you cool man boy. Kann das wohl sein? Spät ist es eigentlich. Ja. Das ist Es ist schon echt, man muss schon fast 2 Stunden für diesen Knockout am Morgen einplanen. ja, jetzt Habe mich vor schon allem ein schon. bisschen darauf ja auch eingestellt. Es sind immer noch 11 Spieler. Aber ich habe dann praktisch jetzt nur 1 Stunde, eigentlich weniger als 1 Stunde Zeit, um dann alles fertig zu machen und zu gehen. Naja. An der MTC-Map habe ich auch noch gar nichts gemacht. So. Mein Sonntag ist ein ziemlich freier Tag, aber trotzdem ist es doof. Tolles Ende hier. Ja, ich hab's nicht gekriegt. Ne, ich bin auch von hinten jetzt reingefahren. Der war gut. Fand ich. Weiß nicht. Das Finish habe ich fast fürs Glück gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob man da auch links von dem Pfeiler dann fahren könnte. Was hast du nicht gemacht? Ich hätte jetzt gedacht, dass das genau das ist, was du getan hättest jetzt. Geh ich jetzt mal. Ach. Das ist ja einfach. Scheiße, ich dachte, das wäre noch ein bisschen mehr blockiert da. Rechts an dem Pfeiler vorbei, das war halt gerade echt perfekt. Jetzt war ich auch noch vorhin. Der ist nicht besser? Hä? Got to be careful at finish. Was du nicht sagst. Naja, mit der MTC-Map, also sowas kann man natürlich dann relativ schnell schaffen. Es ist ja nur 5 Sekunden. Ja. Kommt halt drauf an, wie viel testen oder machen muss. Na, ich muss ja noch, bevor ich richtig loslegen kann, erst einmal selber den Driftstart mit Lagoon-Auto üben. Ich muss den erstmal kennenlernen, wie der funktioniert. Also erstmal so eine andere Map bauen, einfach nur so eine Test-Map für den Drift. Also du wirst es dann sicherlich auch ganz ausreizen auf die 5 Sekunden, schätze ich mal. Nicht unbedingt. Vergessen. Ja, ich hab auch komplett vergessen, dass ich ja. Warte, da ist ein zweites Finish jetzt. War das schon immer da oder ist das neu? War schon immer da, das kennst du auch. Nö, da bin ich noch nie reingefahren. Da links. Bin ich noch nie reingefahren. Lol. Schon immer da. Das haben wir ja schon kaum so 10-mal gefahren gefühlt. Ja, und ich war auch immer ganz gut auf der Map, aber hab nicht ganz verstanden, warum ich nicht ganz Erster wurde. Aber ich war immer ganz solide auf der Map, trotzdem. Obwohl ich in das falsche Finish bin. Wir hatten ja immer darüber geredet, dass die Map 2 Cuts hat. Wie kann das denn nicht auffallen? Da sind doch 2 rote Pfeiler quasi. Ja, jetzt frage ich mich auch, wie mir das nicht auffallen kann. Aber das wirkte jetzt für mich wirklich so, als hätte ich das in, als wäre das jetzt viel deutlicher zu sehen als jemals zuvor.
Also ehrlich, das wäre mir doch sonst aufgefallen. So deutlich, wie das jetzt ist. Dachte halt auch, du kennst das. Auf dieser Map einen guten Run gefahren. Hatte ich schon lange nicht. Ich habe nie wirklich einen guten Run hingekriegt. Alles gepasst hatte. Ich hatte, glaube ich, echt viele gute Runs, Ja, aber die Map nicht ist wohl jetzt. tatsächlich neu. Vielleicht waren da dann mehr Büsche am Ende. Weil ich bin mir ganz sicher, dass das mehr die Map mehr gefinisht haben als die. Aber das Finish war auf jeden Fall immer da. Ja, also wenn das so deutlich zu sehen gewesen wäre, dann hätte ich das auch schon die andere Male mitbekommen. Jetzt ist es mir direkt im First Try auch aufgefallen. Jetzt nennen wir dann Ejipo nicht mehr, oder Aibo nicht mehr Ejipo, sondern Ipo. Ja, so afrikanisch. Ibo. Hey, die geht genauso los wie meine 45 Minuten noch. Warte da eigentlich gestern noch ein Test geblieben oder auch schlafen gegangen? Ein, zwei Maps später auch schlafen. Ja. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, weil ich da auch schon fast weggetreten war. Ah nee, nee, warte, eine Map. Diese gute Map, diese Transitional Map, wo man hätte denken können, dass sie von dir ist, die du auch neulich gefahren bist. Die hat Riulu gestartet. Aber hat sie halt nur einmal gespielt, da hat sie jetzt nicht neu gestartet oder so. Er hat dann also dementsprechend auch nicht den Rekordstang, weil er auch anfangs gar nicht den direkten Weg in das erste Finish gesehen hat, er ist immer in das hintere gefahren. Ja, das ist ja doch komisch, dass er das so baut. Man halt in das hintere Finish so gut rein kann. Wenn er halt so gut reinfahren kann, dann denkt man halt einfach, oder erwartet man halt einfach, dass das hintere geblockt ist. Das war jetzt alles sehr, sehr safe Runs. Keinen einzigen durchbekommen mehr nach dem First Try. Ja, das ist halt das Problem. Was raus, sogar. Fast raus. Gasman. Und Bushmonkey noch. Wow, 24,5 gar nicht so weit hinter mir. Für diese Map. Simpel. I was first two until I wasn't. So, die Map geht hier noch weiter. Okay. Hey, what the fuck? So, der hat keinen. Jetzt mit Vollgas starten mal. Ja, klar. Ich glaube,
Der Dirt Turn ist halt Mist. Ja, weil man mit dem Wasser davor halt jetzt finished. Ich weiß gar nicht, was, warum man das baut. So. Ich flipp da halt, spring da halt immer hoch. Ja, komplett all mein Glück. Ein One mehr gekriegt. Das war auch wieder First Fall. Hast du das? Der nie verbessern kann. Okay, noch gesniped. Das ist so eine Precision Map. Von Maker. Hier lohnt sich dann auch diesen Starttrick zu machen. Ja. Aber ich mach den sowieso einfach immer. Bin ich einfach dran gewöhnt. Es fühlt sich komisch an, wenn ich ihn nicht mache. Okay. Mal. Ich bin wundern, dass ich da durchgekommen bin. Dafür, wie ich irgendwie gefahren habe. Das ist ja alles ein Fullspeed. Ach, das war knapp, aber geschafft. Zweiter. Klappt denn nicht? Kann ich nicht nochmal zweiter sein? Na? Yay! Das ist ja nur um eine Hundertstel verbessert. Ja. Aber ich habe Riolu bestimmt geschlagen, jawoll. Hab mir auch gedacht, dass das Riolu war. Auf einer Precision Map. Das sieht nach Mac aus. Ja. Auch nur Precision Map. Nee, weiß. Das ist Rad PL. Ja, der Start ist auch ein bisschen vielleicht. Wo wir uns gewundert haben, warum er so eine Art Map wird. Also ich wundere mich, weil ich ihn halt kenne. Ende sieht interessant aus, dieser Berg da. Also von der Seite sieht er interessant aus. Aber der Start ist nervig, da den Rasen zu... Ja. ...dem auszubrechen. Ich traue mich noch nicht so ganz, diese Linksberg Hochvollgas zu nehmen. Aber jetzt mache ich's. Ich weiß halt nur nicht, wie weit innen man das nehmen kann. Ich bin jetzt relativ weit ausgefahren.
drei Viertel, halt vier Fünftel der Strecke. Nochmal Neustart. Ah ja, jetzt geklappt. Aber ich weiß nicht, wo du eine Zehntel rausholst. War ganz gut. Alles verdammt eng halt. Auch die letzten beiden Kurven verdammt eng und der Start auch relativ eng durchgekommen, ohne den Rasen zu berühren. Wusste ich jetzt auch nicht, was ich mit der letzten Minute da anfangen soll. Haben wir jetzt auch nicht erwartet, dass ich das verbessern könnte. Vielleicht hätte ich für die Startschikane ein bisschen ausholen sollen und nicht ganz geradeaus losfahren. Oder bist du auch geradeaus losgefahren? Ne, ich bin geradeaus. Ich wusste ja, dass da dieser Pol ist, aber im Weg ist sie ja trotzdem irgendwie. Na, ich hoffe doch mal, dass ich damit schon safe bin. Mal sehen, ob ich mich verbessern kann. Wir machen ständig ersten und zweiten Local. Ich glaube, mein Local ist ganz gut. Ja. Ja. Oh, dein Local. Oh, what the fuck. Gut, ich kannte die nicht. Und hat mich auch. Hat mich jetzt nicht so dran erinnert, dass sie, dass der Mann so gut wäre. Weil dass ich da in so einem guten Run habe. War jetzt auch nur so ein ganz kleines bisschen bei dem Pavement auf dem Sand, sonst hätte ich mich jetzt auch nicht groß verbessern können. Ne? Das ist schon ziemlich am Limit. Ja, ich war auch auf dem Sand beim Pavement, beim ersten Pavement am Ausgang. Gleich beim letzten halt. Der war ja auch nicht so smooth. Beim letzten sollte man aber vielleicht auch innen über den Sand, weiß ich nicht. Ich glaube, damit sollte das Podium sicher sein. Ja, schon Top 4.
gar nicht aufgepasst. Aber bei Time Attack muss man ja nicht so sehr aufpassen. Ach, das war knapp. Piotrunio geht raus. Uiuiui, Riulus Zeit. Ich meine, ich weiß, dass es nicht ganz perfekt war, aber eine halbe Sekunde. Aber ist es wegen dem Cut oder was? Denkst du? Oder? Hoffe ich nicht. Ich glaube, also ich meine, wär schön, wenn es dadurch wäre, aber ich glaube nicht. Habe mich schon gewundert, hoffe ich nicht. Ja, also das Ende ist halt super entscheidend. Beim Wasser wird das Auto stark runtergeslowt, dass jedes km/h mehr, was man da mitnimmt, ist halt, macht schon was aus, aber eine halbe Sekunde. Davor ist ja an sich nicht. Ja. Ja, auch relativ vom Gas gegangen davor. Oh, nur Axel Local. Die kenne ich jetzt auch nicht wirklich gut, die Map. Okay, ich bin safe. Also du auch, meine ich. Ja. Ich habe mich jetzt nicht so gut gefühlt bei Lennart. Downhill Linkskurve beim Dirt ist halt echt nicht toll zu fahren. Ja, da muss man so viel bremsen. Ersten Mann bin ich halt rausgeflogen. Bei ersten richtigen Run. Ah, das Ding. Ja, die frag ich nicht. Auch nur Precision. Aber da ist ein Drift am Ende. Good luck.
erstes Ziel. Na. Oh. Gut. Mein letzter Drift war so schlecht. Ja, beim letzten Drift, da war ich auch. Ich wollte zuerst abbrechen und da habe ich ihn gerade so nicht abgebrochen. Da musste ich ihn nochmal ein zweites Mal abbrechen. Da habe ich dann das meiste verloren. Ich habe, glaube ich, die ganzen 4 Zehntel da alle verloren jetzt. Und was lachen, ich habe beim Start, ich habe, glaube, 3 oder 4 Starts hintereinander gemacht, wo ich beim ersten Sprung auf die Plattform zu weit nach rechts gesprungen bin und angeeckt bin. Und ich habe, da hätte ich, das ist praktisch ein ganzer Run, den ich verloren habe, wo ich hätte hinterfahren können. Ich habe immer wieder gestartet zu diesem ersten Drop zu weit rechts, Neustart. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Das habe ich mir schon gedacht, aber war bei mir zu viel.